Hey Leute und herzlich willkommen zum nächsten Foodtest hier auf dem Kanal. Nachdem wir uns gestern von Ultier die ersten Erdnüsse auf dem Kanal angeschaut haben, schauen wir uns heute direkt die nächsten Erdnüsse auch von der Marke Ultier an, nämlich Ultier Erdnüsse geröstet und gesalzen. Ich frage mich jetzt, der einzige Unterschied ist, dass sie ja glaube ich nicht im Ofen geröstet wurden, aber ansonsten ist ja eigentlich alles gleich. Die anderen waren auch Ofen geröstet und gesalzen, die sind halt normal geröstet und gesalzen. Naja, schauen wir uns mal an, diesmal nicht in so einem Braunton, sondern alles in so einem Blauton gehalten. Auch eine gute Proteinquelle. Erdnüsse generell wissen wir, relativ viel gesättigte Fettsäuren. Ansonsten eigentlich ganz gut, aber man sollte nicht zu viel essen, vor allem wenn sie geröstet und gesalzen sind. Deshalb kommen wir jetzt direkt, 180 Gramm haben wir wieder drin, vertrieben natürlich wieder von der Intersnack Deutschland SE in der Erna Scheffler Straße 3 in 51103 Köln. Schöne Grüße an alle aus Köln. Und ansonsten kommen wir jetzt zu den Nährwertangaben hier 100 Gramm. Wir haben hier auch wieder einen Energiewert von 2562 Kilojoule, also eine ganz schöne Energiebombe, beziehungsweise 619 Kilokalorien. Fett haben wir 51 Gramm, eine ganz schöne Fettbombe, beziehungsweise 7,8 Gramm gesättigte Fettsäuren. Kohlenhydrate 11 Gramm, davon sogar 5,2 Gramm. Ich glaube, sogar ein bisschen weniger als die gestern. Ballaststoff haben wir hier auch 8,2 Gramm, ziemlich nice. Eiweiß 24 Gramm, auch sehr nice Eiweißquelle natürlich. Und Salz 1,0 Gramm, auch ein bisschen weniger gesalzen als die gestern. Okay, da bin ich mal gespannt. Gut, dann hätte ich gesagt, kommen wir zu den Zutaten. Also auffällig natürlich Eiweiß, Ballaststoffe und der Fettanteil. Ja, so wie bei den letzten ungefähr. Dann kommen wir jetzt aber zu den Zutaten. Hier bin ich auch ziemlich überrascht. Wir haben Erdnusskerne, nicht ofengeröstet, Entschuldigung, normal geröstet und gesalzen. Zutaten, Hauptzutat Erdnusskerne, dann Sonnenblumenöl und als letztes Salz. Erdnusskerne, Sonnenblumenöl, Salz. Insgesamt kein zugesetzter Zucker. Das heißt, das ist wirklich 5,2 Gramm Eigenzucker, sehr interessant. Ja, Gesundheitsnote hier, halt klar, ist Salz, aber es ist insgesamt, wir haben kein Maltodextrin, wir haben keinen Karamellzucker, wir haben noch Sonnenblumenöl. Hier gebe ich jetzt eine 3-. Wäre jetzt das Salz noch nicht da zum Beispiel, dann würde ich eine 3+ sogar fast geben. Doch, ich gebe hier eine 3-. Also ganz knapp keine Gesundheitsempfehlung. Aber ich muss sagen, ich dachte erst zu den Erdnüssen im Ofen gebacken, die werden ein bisschen besser. Aber die würde ich noch ein bisschen gesünder einstufen als die anderen. Natürlich geröstet und gesalzen auch keine Empfehlung. Aber ja, also 3-, knapp keine Gesundheitsempfehlung. Relativ kann man mal essen, aber sollte man natürlich auch nicht zu viel essen. Deshalb auch eine 3-. Ihr wisst bei mir alles mit einer 1 auf jeden Fall, der Rest nicht. So, so viel dazu. Jetzt kommen wir mal aber zu den Erdnüssen. Hier haben wir wieder so eine schonende Verpackung. Ich weiß gar nicht, seit wann das so ist. Früher war es mal immer so mit diesem Metallklett-Ding, was du dann so abgezogen hast und dann konntest du dich relativ gut schneiden. Und hier ist es wie gestern, dass du eine Alu-Überschicht und dann hast du ja hier auch alles relativ geschont. Also kannst du hier nicht schneiden und so. Sehr nice. Und dann, das sind die Erdnüsse. Bam. Und dann hätte ich gesagt, aufs Wohl, und wir hauen uns mal ein paar rein. Oh, sehr gesalzen. Was soll man großartig sagen? Also, alles ist in den Zähnen so ein bisschen, aber sehr lecker. Ich finde, kommen auch dem natürlichen Erdnussgeschmack näher als die Ofenerdnüsse gesalzen, die wir gestern hatten. Wir haben auch ein bisschen weniger Salz, wir haben keinen Karamellzucker, wir haben kein Geliermittel, kein Maltodextrin. Also wir merken schon, die gestern, die wollten so auf so einen speziellen Geschmack. Hier hast du mehr Natürlichkeit, aber natürlich die Röstung und das extra Salz, ist klar. Aber schmecken auch sehr gut. Finde ich jetzt nicht dringend viel besser oder schlechter als die anderen. Schmecken auf jeden Fall natürlicher als Erdnüsse. Kriegen als Geschmacksnote hier auch eine 1-. Also klare Geschmacksempfehlung. Bisschen gesünder, also minimalst wegen den weniger Zusatzstoffen. Deshalb hier auch keine Gesundheitsempfehlung am Ende. Aber würde ich ein bisschen mehr bevorzugen als die, wo wir gestern getestet haben. Naja, Leute, das war's mit den Ultier Erdnüsse geröstet und gesalzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt ansonsten immer schon happy, gebt niemals auf. Und wir sehen uns morgen wieder
beim nächsten Trinktest vielleicht mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.